Heute habe ich für euch mal wieder ein Gaming-Headset im Test. Dieses Mal das Rocket Kahn Pro Competitive High Resolution Gaming Headset. Bei dem Kahn handelt es sich laut Rocket um ein Headset, das bei der Entwicklung einen besonderen Fokus auf E-Sportler gelegt hat. Was das genau bedeutet und was ihr dabei für rund 100 Euro geboten bekommt, das erfahrt ihr wie immer hier. Wie üblich kommt das Headset mit einer sehr übersichtlichen Ausstattung daher. Neben dem Gerät selbst befindet sich in der Verpackung nur noch eine Kurzanleitung sowie ein Adapter auf die aktuellen vierpoligen Kombiklinkenanschlüsse, über die Kopfhörer und Mikrofon parallel laufen. So könnt ihr das Headset problemlos an herkömmliche Soundkarten, aber eben auch an moderne Laptops, PS4 oder Xbox One Controller anschließen. Da das Headset an sich analog ist, ist für den Betrieb ansonsten auch nichts weiter nötig. Einfach anschließen und loslegen. Das Headset kommt in schlicht schwarzem Look mit Rocket-Logo bzw. Schriftzug auf den Ohrhörern daher. Äußerlich besteht das Gerät dabei aus Plastik. Bei der Kopfauflage und den Ohrpolstern wurde sich für Kunstleder entschieden. Dieses soll auch nach langen Gaming-Sessions für ein angenehmes Tragegefühl sorgen. Etwas unscheinbar dagegen ist die Materialwahl der Kopfbandverstellung. Diese wurde nämlich für besondere Langlebigkeit auf der Außenseite durch Edelstahl verstärkt. Mit dieser könnt ihr dann die Größe in feinen Stufen durch Ausziehen der Bügel bequem an euren Kopf anpassen. Als besonders schick empfinde ich die Verkabelung des Headsets. Diese ist nämlich komplett mit Stoff ummantelt. So ist es sowohl robust als auch flexibel genug, um auch im rauen Alltag zu überleben. Mit einer Kabellänge von rund 2 Metern sollte das Kabel auch für die meisten Szenarien lang genug sein. Auf eine Kabelsteuerung wurde dabei allerdings verzichtet, ebenso wie auf die Möglichkeit, das Kabel austauschen zu können. Stattdessen wurde ein Rädchen zur Lautstärkeeinstellung an der Rückseite der linken Hörmuschel versteckt. Darüber lässt sich die Lautstärke dann recht bequem unabhängig von der Windows-Lautstärke regeln. Mit einem Gewicht von rund 230 Gramm ist das Headset zudem sehr leicht, wodurch es auch bei längeren Zock-Sessions nicht stört. Auch ansonsten sitzt es bei längerem Tragen sehr bequem, ohne dass man darunter das Schwitzen anfängt. Persönlich finde ich das Rocket Ranger aus gleichem Hause aber etwas bequemer. Allerdings unterscheiden sich diese beiden Headsets auch sehr stark voneinander. Das Rocket Ranger hat eine offene Bauweise, was bedeutet, dass ihr auch während der Zock-Session recht gut hört, was um euch rum passiert. Das Kahn dagegen hat eine geschlossene Bauweise, weshalb ihr recht gut abgeschirmt seid. Und genau das ist einer der Aspekte, weshalb dieses Headset genau auf E-Sportler zugeschnitten sein soll, denn selbst in lauteren Umgebungen könnt ihr euch so voll auf das Game fokussieren. Auf diversen Produktseiten wird dieses Abschirmen sogar als passives Noise Cancelling verkauft. So weit würde ich jedoch nicht gehen, denn obwohl die Abschirmung durchaus gut ist, ist sie nicht wirklich mit einem passiven Noise Cancelling von sehr guten Kopfhörern zu vergleichen, aber immerhin durchaus noch okay. Damit sich das Headset noch besser an den Kopf anpassen kann, lassen sich die Ohrmuscheln in ihrer Aufhängung neigen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sie komplett nach innen zu drehen, um sie leichter zu verstauen. Bei meinem Exemplar hakte dieser Drehmechanismus aber leider an einer Seite. Vermutlich aufgrund von leichten Ungenauigkeiten bei der Verarbeitung. Abgesehen davon macht die Verarbeitung des Headsets im Gesamten aber einen durchaus soliden Eindruck. Kommen wir nun zum Einsatz im Alltag. Wie bereits beschrieben, sitzt das Headset auch bei längeren Zock-Sessions durchaus gut. Aber wie klingt es denn nun? Kurz gesagt, es hat einen recht runden Klang. Die Bässe sind recht präzise, die Mitten sind leicht betont und auch die Höhen kommen nicht zu kurz. Insgesamt soll es so dafür sorgen, dass man im Gaming-Alltag auch akustisch den Überblick behält. Aber auch hier hat mir das Ranger etwas besser gefallen. Die Mitten sind nicht ganz so ausgeprägt und dadurch kommt ein etwas stärkerer Hi-Fi-Klang zustande, den ich persönlich ganz gerne mag. Letzten Endes ist das Kahn durch seine Klangeigenschaften allerdings etwas naturgetreuer. Um diesen Klang zu erreichen, setzt das Kahn auf recht große 50mm Treiber. Diese sind aufgrund des extremen Frequenzumfangs sogar mit dem Hi-Res-Zertifikat ausgestattet. Das bedeutet, dass ihr Frequenzumfang hochgeht bis zu 40.000 Hertz. Jetzt wird der ein oder andere aber sicherlich sagen, Moment, ein menschliches Gehör funktioniert doch nur bis rund 20.000 Hertz, was will ich damit 40.000? Und dieser Einwand ist absolut berechtigt. Dieses Hi-Res-Zertifikat ist nämlich nichts weiter als ein kleiner Marketing-Gag. Es ist zwar schön, dass diese Treiber das können, in der Praxis habt ihr davon allerdings nicht so viel. Da das in der Praxis unseren Sound des Headsets weder besser noch schlechter macht, kann man das einfach mal so hinnehmen. Kommen wir nun zum fest verbauten Mikrofon. Und das könnt ihr jetzt hören. Das, was ihr jetzt gerade hört, ist eine unbearbeitete Aufnahme des Mikrofons des Rocket Kahn. Und ich muss sagen, für ein Headset hat es einen recht ausgewogenen Klang. Dagegen gibt es nochmal einen Vergleich mit meinem aktuellen Headset, und zwar dem Rocket Ranger. Und ich muss sagen, die beiden Mikrofone liegen klanglich sehr dicht beieinander, allerdings mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Und zwar brauche ich für das Rocket Ranger etwas weniger Verstärkung. Das bedeutet, dass es bei einer Soundkarte, die zum Rauschen neigt, etwas Rauschärmer betrieben werden kann. Kommen wir nun abschließend zum Fazit. Mit dem Kahn hat Rocket wieder ein solides Gaming-Headset auf den Markt gebracht. Mit rund 100 Euro bekommt ihr eine ordentliche Verarbeitungsqualität und einen sauberen Sound geliefert. Meiner Meinung nach ein Headset, bei dem man ohne größere Bedenken zugreifen kann. Was ich persönlich aber im Hinterkopf behalten würde, ist, dass es für rund die Hälfte bereits das Rocket Ranger gibt. Ein Headset, was zwar nicht so gut geeignet ist, wenn ihr Wert darauf legt, dass ihr nichts von eurer Umgebung mitbekommt, dafür für mich persönlich klanglich, aber auch von der Bequemlichkeit einen Tick weiter vorne. Auf der anderen Seite hat das Kahn ein deutlich robusteres Kabel, was im Alltag nicht so anfällig sein dürfte,
wie das recht steife Kabel des Rocket Ranger. Schaut aber am besten nochmal in mein Video zum Ranger rein und macht euch selbst ein Bild. Welches Headset findet ihr besser? Wäre das Kahn eine Option für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.